Hallo, schön, dass ihr euch dieses Gespräch anschaut. Dieses Gespräch ist kein Interview mit journalistischem Anspruch, sondern es ist ein Gespräch zwischen zwei Freunden. Die gestellten Fragen dienen dazu, einen Monolog zu vermeiden, und es sind Fragen, die sich einem womöglich stellen, um die Gedanken und Ausführungen von Joe Kreisel so zu verstehen, wie sie tatsächlich gemeint sind. Joe, du machst dir seit einiger Zeit sehr intensive Gedanken, sagen wir einmal Gedanken über unser Zusammenleben, das Zusammenleben der Menschheit auf unserem Planeten Erde, und du bist dabei auf ein grundlegendes Problem der Menschheit aufmerksam geworden. Was ist deiner Meinung nach dieses grundlegende Problem, was das Zusammenleben der Menschen betrifft? Das Zusammenleben der Menschheit würde ich so sehen, also das Problem des Zusammenlebens der Menschheit, dass wir einander schaden. Und nicht nur einander schaden, sondern eigentlich allem schaden. Ob das die Natur ist, der Planet ist. Es ist einfach auf Schaden ausgerichtet. Das ist das Problem. Schaden wir uns auch gegenseitig, jetzt nicht nur in Form von Krieg, in Form von Mord und Totschlag, oder siehst du noch andere Schäden, die wir uns gegenseitig antun? Ja, wie du sagst, also es gibt Schaden in verschiedene Aspekte, Mord und Totschlag, Krieg und so weiter. Aber es gibt da einen subtileren Schaden, der dazwischen passiert. Und der Schaden fällt oft gar nicht so auf, weil er normal ist. Weil wir akzeptiert haben als Menschheit, dass es normal ist, dass es okay ist, wenn man wem schadet. Und da muss man dann einfach definieren, wo ist denn der Einzelne, wo geht der Schaden los? Wo fängt der Schaden an? Wenn wir sagen, eigentlich sollte man nur unser Leben leben. Und zwar nicht auf Kosten von irgendwem anderen. Sobald ich auf Kosten von wem anderen lebe, verursache ich einen Schaden. Und das müsste nicht sein. Was ist das für ein Schaden konkret? Wenn es nur darum geht, dass ich dir was wegnehme, was eigentlich du brauchen würdest, aber ich nicht brauche, aber ich nehme das weg, weil ich entweder kann oder muss. Das heißt, es ist ein Konkurrenzdenken, das man auch evolutionär erklären könnte. So wie im Tierreich das Alphatier versucht, irgendwie sich an die Spitze der Herde zu stellen, versucht der Mensch das auch, hat natürlich aufgrund seines Intellekts auch andere Strategien zur Verfügung. Genau, ich würde auch den Intellekt da vorsetzen, wenn wir schon behaupten, dass wir die Krone der Schöpfung sind und kommunizieren können auf alle möglichen Variationen, ist es nicht notwendig, das Alphatier außer zum lassen, sondern wir können uns ja was ausmachen. Ich glaube, dass das Hauptproblem das Wachstum ist, was uns aufgezwungen wird. Du musst Wachstum generieren und ich muss Wachstum generieren durch die Organisation, durch unser System. Und das sind verschiedene Varianten, ob das wirtschaftliches Wachstum ist, ob das finanzielles Wachstum ist, was eh eigentlich zusammenhängt. Aber Wachstum erzeugt den Zwang, dass wir einander gegenseitig schaden müssen. Und Wachstum war eigentlich nicht notwendig. Weil du wirst nicht jeden Tag größer, jeden Tag, also wie soll ich sagen, nicht so viel größer als menschliches Wesen, dass du nur mehr Ressourcen brauchst. Nur mehr. Du wirst ja nur leben, einen Tag lang, bis zum nächsten Tag. Und vielleicht ein bisschen vorausplanen, das hängt wieder ab, in welcher klimatischen Schicht du wohnst. Wir müssen uns ein bisschen mehr vorbereiten auf die kalte Jahreszeit, da muss man schon was ansammeln, aber das heißt nicht, dass ich dir was wegnehmen muss dafür. Aber du hast gesagt, um so zusammenzuleben, muss man sich was ausmachen. Jetzt kann man das ja durchaus so sehen, dass unsere Regierungen, unsere politischen Vertreter dazu da sind, diese Vereinbarungen, die zwischen uns gelten, um miteinander zu funktionieren, um das gesellschaftliche Leben zu organisieren, dazu da sind, genau das zu tun. Aber du sagst irgendwie, die machen da was falsch. Warum machen die Menschen das? Weil sie erstens das müssen und nicht wissen, dass sie es nicht müssen. Wer schafft einer das an, dass sie glauben, dass sie es müssen? Die Organisation. Unser System erfordert, ohne dass wir das wirklich wahrhaft bemerken, dass wir einander schaden. Und wenn es nur darum geht, dass ich dir ein Geld wegnehmen muss, nicht im Sinne von stehlen, sondern verrechnen muss, mit maximalem Gewinn, damit ich genug überhaupt, dass ich was zahlen kann, was auf mir lastet, das fällt dann dir, da musst du dem Nächsten wegnehmen, dass das du zahlen kannst. Und so geht es die ganze Zeit dahin. Ob das jetzt zwischen uns ist, ob das zwischen Gruppen ist, zwischen Organisationen ist, zwischen Ländern ist, was der erste, zweite, dritte Welt, das war alles nicht notwendig. Das kommt nur daher, weil der Zwang entsteht, dass wir uns gegenseitig schaden müssen.
Du hast das Wachstum angesprochen. Wie könnte die Gesellschaft ohne Wachstum funktionieren? Ja, viel besser als jetzt. Wo kommt das Wachstum her? Warum glaubt jeder, dass es Wachstum geben muss? Nachhaltiges Wachstum. Das ist die ganze Zeit, hören wir von unseren Politikern, dass es Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, Stabilität im Wachstum und so weiter, dass das notwendig ist. Wer sagt das, dass das sein muss? Kein anderes Lebewesen muss in seiner ganzen Organisation Wachstum erzeugen. Es geht ja doch nur darum, dass wir in Frieden und so glücklich wie möglich miteinander, nebeneinander leben können. Ja, welche konkreten Auswirkungen, was würde sich verändern, wenn man ohne Wachstum lebt? Im Punkto Rohstoffabbau, im Punkto Produktion? Es war viel mehr Harmonie. Wir werden nicht alles kaputt machen, weil wir bauen ja viel mehr ab, als wir eigentlich brauchen, nur deswegen, weil wir wachsen müssen. Wir konnten ganze Wälder einfach stehen lassen. Wir müssen dann nicht alles niederschlägern, alles ausgraben und. Das ist das Ergebnis, aber wie funktioniert es? Wie funktioniert dann das gesellschaftliche Leben, wenn man auf Wachstum verzichtet? Wie müsste das organisiert sein? Eigenverantwortlich. Sich nicht darauf verlassen, dass das wer anderer richtet und organisiert, sondern einmal sich hinsetzen und überlegen, was will ich eigentlich? Will ich den ganzen Tag irgendein Geld nachrennen, irgendeinen Papierzettel nachjagen oder möchte ich einfach meine Existenz erleben, mein Leben leben, meine Familie genießen, meine Freunde genießen, das Leben auf dem Planeten genießen und nicht darauf warten, dass ich irgendwann genug gesammelt habe, dass ich mir es endlich leisten kann, dass ich es genießen kann. Genießen hat nichts mit Leisten zu tun. Das sollte jeden Tag passieren. Was muss der Einzelne verändern, um genau das zu tun? Er muss Eigenverantwortung übernehmen und sich gleichzeitig über seine eigene Angst hinwegsetzen. Weil die Angst verhindert das. Angst vor was? Alle möglichen Variationen von Angst. Die Angst, dass ich morgen nicht genug habe. Die Angst, dass es sich nicht ausgeht. Die Angst, dass wer anderer mir schadet. Das heißt, ich verlasse mich darauf, dass mich wer anderer beschützt. Dieses unterschwellige Gegeneinander, was in uns so drinnen ist. Dass wir so getrennt sind voneinander, dass wir immer glauben, wir sind die Einzigen und kämpfen gegen den Rest der Welt. Und das erleben wir ja die ganze Zeit. In Wahrheit für mich ist es so, dass wir gemeinsam auf einen riesengroßen Stern sind, der rund um die Sonne fliegt, fertig. Und die Organisation von dem Existieren auf unserem Planeten, die ist einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen. Was müsste passieren, um den Menschen diese Angst zu nehmen? Da muss sich jeder selber hinsetzen. Kann dir keiner deine Angst nehmen, so wie mir keiner die Angst nehmen kann, mit Sicherheit. Das ist ja eigentlich der Versuch vom System, uns glaubhaft zu machen, dass es uns die Angst nimmt. Aber die Angst kann uns nicht genommen werden, weil sie in unserem Kopf entsteht. Es gibt keine Angst. Angst ist ausschließlich in unserem Kopf daheim, wenn wir das erzeugen. Und die Ursache für Angst liegt eindeutig in der Zukunft. Es gibt keine Angst vor gestern, es gibt nur Angst vor irgendwas, was kommt. Und wenn du verstehst, dass die Zukunft nicht jetzt ist, aber du jetzt lebst, kommst du drauf, dass die Angst sinnlos ist. Aber sie ist halt so immanent in unserer ganzen Geschichte von der Kindheit an. Angst, 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 damit wird sie normal und wird aber gegen uns ausgenutzt. Also muss sich jeder hinsetzen und draufkommen, dass es nicht notwendig ist, Angst zu haben. Und dann kann er Eigenverantwortung übernehmen. In welcher Form kann er Eigenverantwortung übernehmen? Ist das eine Eigenverantwortung, die jeder für sich selbst tragen muss? Oder ist es vielleicht auch nützlich, sich mit Gleichgesinnten zu vereinen, zu verbünden, so wie es beispielsweise die Occupy-Bewegung macht? Die Gruppierung ist natürlich sehr wichtig, dass man weiß, wo sind denn meine ganzen Gesinnungskollegen? Wer denkt nur so wie ich? Wer möchte mir nicht schaden? Ich möchte ihm nicht schaden. Wo ist dann der Konflikt? Gibt es einen Konflikt, der entsteht, wenn zwei Menschen sich treffen, die einander nicht schaden wollen? Da gibt es keinen Konflikt. Die Occupy-Bewegung, die du ansprichst, würde ich sagen, die ist sehr, sehr gut, nur an der falschen Stelle. Die Occupy-Bewegung hat den einzigen positiven Effekt, dass wir wissen, wie viel das wir schon warten. Aber die kann innerhalb des Systems nichts ändern. Das Einzige, was passieren würde, würde sich die Occupy-Bewegung in Richtung Gewalt provozieren lassen, ist, dass das System mit dem Monopol auf Gewalt diese Gewalt verhindert. Weil es darf nur eine Gewalt geben, nämlich die des Systems. Und mit Gewalt kann das System sehr gut umgehen.
Das hat der John Lennon schon erkannt. Das heißt, wenn du gewaltsam gegen das System vorgehst, damit können sie umgehen, das können sie handeln. Aber wenn du sagst, Moment, wir leben in Harmonie miteinander, es gibt keine Gewalt, wir protestieren an, nicht protestieren, wir revoltieren nicht, sondern wir steigen einfach einen Schritt zurück und sagen, wir leben in Harmonie. Was die anderen machen, ist nett, aber das ist nicht unser Spiel. Und damit ist es wichtig, sie zu gruppieren, aber nicht gegen was aufzustehen, sondern einfach außer zum Gehen. Das war mein Appell an die Occupy-Bewegung. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann impliziert deine Antwort, dass es nicht möglich ist, ein System zu verändern, wenn man im System steht, sondern man muss sich bewusst rausnehmen aus dem System, um eine Veränderung herbeizuführen. Es gibt so viele Experten, die uns irgendwelche Sachen erzählen, wie man das System reparieren könnte, aber das gibt kein Ergebnis. Es wird immer schlimmer. Das heißt, wenn ein Auto einen Bordschirm hat, dann musst du stehen bleiben, aussteigen und dann kannst du schauen, wie du den Bordschirm reparierst. Du kannst nicht beim voller Fahrt den Bordschirm reparieren. Das wird jeder verstehen. Und daher glaube ich, dass das System von innen genauso wenig reparierbar ist. Wir brauchen keine eigene Partei, wir brauchen keine Occupy-Bewegung, die sich wohin sitzt und wartet, bis sie irgendwas ändert. Die zeigen nur auf, dass es viele sind, das ist wichtig. Die ganze Wut- oder Mutbürgerbewegung, sehr, sehr toll. Nur, was machen wir denn, wenn wir nur wissen, dass wir schon so viel sind? Was passiert dann? Wir müssen gemeinsam aussteigen und den Reifen hier reparieren. Wie funktioniert dieses Aussteigen? Das Aussteigen funktioniert so, dass du erstens die über deine Angst hinwegsetzt. Die Angst, dass du da draußen kaputt gehst. Dass du nicht überleben kannst da draußen. Das verhindert ja ganz viel Leid. Das hindert ganz viel Leid daran, den Schritt zu wagen und sich überhaupt darüber nachdenken, zum Trauen. Was kann ich denn tun ohne dieses ganze organisatorische Riesenradl? Sondern dass ich einfach aussteige und sage, so da, schauen wir uns bitte die Problematik an, wo ist ein neuer Reifen drauf und jetzt fahren wir weiter. Ja, aber wie funktioniert das, wenn ich sage, okay, ich steige aus, wer hört das, wie kann das praktisch funktionieren? Ja, da schickt man eine sogenannte eidesstattliche Erklärung an die wichtigsten Stellen der Regierung, indem man einer mitteilt, dass man keine Person ist. So kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Ich bin keine Person, ich habe eine Person. Und das ist ein Riesenunterschied. Das musst du jetzt erklären.